wenn du sowohl von zu Hause aus als auch aus der Schule auf Dateien zugreifen musst, so kannst du natürlich einen Speicherstick mitschleppen. Ich bevorzuge mittlerweile eine sogenannte Cloud-Lösung, also eine Lösung, wo meine Daten eben im Internet lagern. Die bequemste ist im Moment wahrscheinlich Dropbox. Es ist ein Gratis-Angebot, das dir, soviel ich weiß, 2 GB Speicherplatz zur Verfügung stellt. Der lässt sich allerdings dann vermehren, wenn du weitere Mitglieder dazu gewinnst. Sie ist sehr schlicht gestaltet. Über Anmelden kannst du dich mit E-Mail und Passwort anmelden, falls du schon einen Account hast. Ansonsten klickst du auf Konto erstellen und musst noch zusätzlich den Vornamen und Nachnamen angeben, um eben auf dieses Angebot zugreifen zu können. Ich jetzt aber melde mich an. Du siehst, ich habe hier schon ziemlich viele Daten drin, alles versorgt in Ordnern und ja, die Benutzung ist eigentlich denkbar einfach. Du kannst Dateien, die hier lagern, runterladen. Kannst sie bearbeiten und die bearbeitete Version einfach packen und wieder in dieses Fenster reinziehen und schon wird sie ersetzt. Du siehst, jetzt ist die aktuelle Version drin, die wurde von vor einer Sekunde aktualisiert.